Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Asselwelt. Heute möchte ich euch eine Art vorstellen, die auch bei uns in Deutschland beheimatet ist, Armadillidium vulgare. Die Tiere werden circa 1,6 bis 1,8 Zentimeter groß. Die Tiere halte ich auf Laubwaldhumus mit einer Moosschicht, einer Laubschicht, Totholz, Sepiaschale. Als Futter kann man den Tieren verschiedene Sachen anbieten, zum Beispiel Süßkartoffel, Zucchini, Karotte, Gurke. Dann Gammarus, Trockenfisch essen sie richtig gerne. Zu den Tieren kann man sagen, weil man ja die Art in Deutschland auch findet, man kann auch die Tiere sich selber suchen. Man findet die Tiere ganz oft, zum Beispiel wenn man im Garten ist draußen und man einen Stein umdreht. Dann kann immer wieder mal sein, dass man Poecilius scabra findet oder auch Armadillidium vulgare. Man kann die Tiere daran erkennen, dass die sich zusammenrollen können. Das heißt, wenn man die ein wenig anstupst, dann rollen die Tiere sich zusammen. Deswegen sagt man auch Rollassel dazu. Die Tiere haben ein unterschiedliches Muster. Es gibt Tiere, die schön gelb gezeichnet sind. Das sieht man auch da hinten wieder, einen schönen gelben Streifen haben. Dann aber auch Tiere, die fast farblos sind, also das heißt einfach dunkel sind und wo man keine weitere Zeichnung erkennen kann. Ich habe die Tiere in einer anderen Box separiert und die zeige ich euch jetzt einmal. In der Box sind jetzt meine separierten Tiere drin. Und zwar habe ich nach folgendem Kriterium sortiert, dass ich Tiere mit einem ganz hohen Gelbanteil in die Box gehockt habe, mit der Hoffnung, dass die Tiere sich so weiter vererben, dass auch wieder Tiere entstehen, die einen sehr hohen Anteil an Gelb haben. Die ersten kleinen sind schon drin in der Box, also das heißt, es hat funktioniert, sind kleine da und man sieht auch bei den kleineren Tieren, dass die Gelbintensität einfach zugenommen hat. Und ich mache das Spiel immer weiter. Das heißt, Tiere, die ich farblich jetzt also nicht in diesem Gelbschema entsprechen, kommen bei mir in eine andere Box rein, die zwar auch wunderschön sind. Und so möchte ich immer eine stabilere Linie bekommen. Das heißt, immer Tiere mit einem höheren Gelbanteil. Und die Tiere halte ich genau, wie ich auch vorhin in der Beschreibung zu Armadillidium vulgare gesagt habe, also auch komplett wieder gleich. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Farbe halt in der Box selektiere. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar schöne Tiere sehen. Abonniert gerne den Kanal, liked das Video und bis bald, eure Asselwelt.